Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris Let's Play im Spiel Just Survive. Das heutige Spiel dient eigentlich den Leuten, ist den Leuten gewidmet, die jetzt in dieses Spiel so viel investiert haben und dient als Nachricht an die Entwickler von Just Survive, also an das Daybreak Studio. Und ja. Wie soll ich anfangen? Es geht darum, dass ihr endlich mal antworten müsst. Wir quälen uns hier mit Steam rum, um zu versuchen, unser Geld zurückzubekommen, aber ihr wisst selber, dass das aussichtslos ist. Aufgrund der Steam-Regeln, dass man maximal 2 Stunden spielen darf. Aber ein Spiel, das wir seit 3 Jahren haben, das ist quasi eine Frechheit, dass ihr überhaupt in eurem Schreiben wegen Rückerstattung das angeboten habt, ja, in eurem Announce-Schreiben, dass ihr gesagt habt, das Spiel wird gecancelt. Dass ihr denn da einen Link sogar hinterlegt zum Steam-Refund, ja. Obwohl ihr wisst, dass das überhaupt nichts bringt. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich kann es nicht aussprechen, das ist einfach unglaublich. Ich habe hier 19,99 € investiert. 2015, vor 3 Jahren, 3 verdammte Jahre, habe dann immer mal wieder das Spiel gespielt, um mal zu sehen, ja, wie ist denn der Fortschritt? Macht es einen Fortschritt? Ist es gut oder verbessert sich das Spiel? Und ja, es hat sich verbessert. Ist sogar spielbar. Und dann schmeißt ihr jetzt einfach alles über Bord. All die Arbeit, die investiert wurde, all die Zeit, ist ja nicht nur eure Zeit, die investiert wurde, ist auch die Zeit von uns. Ja? Und wir kriegen nicht mal Geld dafür. Nee, wir müssen sogar noch dafür bezahlen, dass wir euch helfen können, ein gutes Spiel zu machen. Weil ihr einfach verdammt nochmal keine Ideen habt, was wie richtig zu machen ist, ja? Also braucht ihr denn unsere Mithilfe? Jedes Early Access Game ist so. Ihr wollt immer unsere Hilfe, unsere Ideen und das alles für umsonst und wir müssen sogar noch für bezahlen. Das ist einfach unter aller Sau, echt. Ich habe jetzt nochmal eine Anfrage zusätzlich an Steam geschickt und die aufgefordert, dass die mal ein Statement dazu abgeben, was die über solche Spiele denken. Aber das wird natürlich wahrscheinlich im Sand verlaufen. Das weiß ich jetzt schon. Aber wir geben nicht auf. Wir haben auch Rechte. Und wir wollen verdammt nochmal wenigstens einen Refund in unserem Store. Und ich rede nicht nur von die 1999, die alle mindestens investiert haben, um dieses Spiel zu bekommen. Vielleicht hatten ja manche Glück und haben einen Summer Sale oder so mitgemacht und konnten das vielleicht für weniger abstauben. Es geht einfach auch um eure Ingame-Sachen, die ihr da implementiert habt, obwohl das Spiel noch überhaupt noch nicht fertig war. Hier, diesen Schwachsinn. Da habt ihr jetzt die Option natürlich weggenommen, dass man überhaupt in den Store kommt und so. Ich habe jetzt hier noch Wasteland Crate, Ronin Crate und so ein Blödsinn alles, ja. Daybreak Logo, T-Shirt. Ich möchte das am liebsten in-game verbrennen, ja? Dieses scheiß T-Shirt. Scheiß doch auf euch, dass ihr Insolvenz geht, ist mir egal. Ihr habt 33 Spiele hier in eurem In-Game Store hier. Kann man schön sehen. Ja, wenn ich jetzt in den Shop gehe. Und gib mal ein hier Daybreak. Da.
Sind sogar noch mehr. Ja, wahrscheinlich taucht jetzt auch irgendwelche anderen Spiele auf. Aber wenn ich jetzt hier in meine Bibliothek gehe und dann hier auf den Entwickler hier, Shop-Seite. Hier, 460 Leute, kürzliche Reviews sind meiner Meinung. Das sind 18% der Nutzer-Reviews der letzten 460, der letzten 30 Tage. Hier, Daybreak Company. Zack, angeklickt. 33 Spiele. Darunter sind auch ein paar ganz gute, ja? Unter anderem auch Free-to-Play-Sachen. Und dann bietet er hier DC Universe Online irgendwelche Packs und Bundles an. Und hier, die Leute zahlen angeblich sogar 73 Euro, ja? Für so irgendein Pack Ultimate Edition. Da, H1Z1, Urbanata Loadout-Pack. Ihr habt einfach mal kein Recht mehr, diesen Scheiß zu verkaufen. Das ist echt wie ein Schlag ins Gesicht. Natürlich gibt es Leute, die da 4 Nutzer-Reviews, also 4 Leute haben das gekauft. 4 Leute. Ist zwar nicht viel, aber 11, sehr positiv. Ja, H1Z1. Gehen wir mal zum Hauptspiel. Da. 37% der 1697 Nutzer-Reviews in den letzten 30 Tagen sind positiv. Das heißt, da sind nicht mehr viele Leute, die euch unterstützen. Ich habe auch negativ gegeben. Weil, wenn ihr eine Entscheidung trifft als Entwicklerstudio, dann habt ihr auch die Konsequenzen zu tragen. Ja? Hier. Kommt euch diese Site irgendwie bekannt vor? Da habt ihr quasi die Map von Just Survive einfach kopiert. Und daraus dann H1Z1 Battle Royale Schwachsinn gemacht, was keiner braucht. Wir haben so viele Battle Royale Spiele. Schöne Singleplayer oder Koop, Survival mit einer Story vielleicht sogar noch, das wäre noch echt super gewesen, nachdem ihr quasi das Ding läuft ja, ja, euer Multiplayer Just Survive. Das wäre eine Basis gewesen, um darauf ein Koop aufzubauen, ja. Eins, das man ohne online zu sein spielt, sondern mit Freunden, die man kennt, in einer kleinen Community. Aber nein, ihr wollt nicht. Macht lieber so einen Scheiß hier, Battle Royale. Ist meine Meinung. Ich habe wahrscheinlich jetzt zu viele Schimpfwörter benutzt, aber auf meinem Kanal kann ich eh keine Werbung schalten, weil YouTube das bei kleinen Kanälen eh nicht gestattet. Man muss erst eine bestimmte Anzahl von Views haben, die man eh nicht schafft als kleiner. Habt ihr schön die Mechanik in Just Survive verfeinert? Dann stülpt er das auf so ein Battle Royale über und macht dann richtig Knete davon und sagt dann so noch Free to Play, ja? Nachdem wir dafür schon bezahlt haben, macht ihr Free to Play daraus. Dafür. Keine Ahnung. Hauptsache ihr verdient, wa? Und eure Jobs laufen weiter. Hauptsache, das funktioniert. Aber an uns denkt ihr nicht, wie viel Zeit wir investieren. Unsere Zeit ist auch wertvoll. Nicht nur eure. Und wir helfen euch sogar noch, ja? Hier, wenn ich mal spiele, gucke hier, Early Access. Ihr seid nicht nur für euch verantwortlich, sondern für alle hier. Alle, die hier Early Access Spiele rausbringen wollen, die leiden jetzt darunter, ja?
Ich zeige euch mal eins, was wirklich gut ist, echt. Ich habe nur ein paar Videos darüber gesehen. Das Spiel ist fertig und die Entwickler sagen, da wir das Spiel jetzt fast fertig haben, brauchen wir noch eure Unterstützung, um den letzten Schliff darin zu machen. Und das Spiel ist Feature Complete. Aus meiner Sicht. Ich habe das Video gesehen, habe gesehen, was man da machen kann. Ich denke mal, um die Story weiter auszubauen, brauchen die einfach mehr Zeit. Hier, 15,99. Statt in eurem Miss Just Survive hätte ich lieber hier 15,99 investiert. Da hätte ich mehr von. Echt. Und das ist Singleplayer. Selbst wenn die offline gehen, kann ich's weiterspielen. Ja, aber die leiden jetzt darunter, weil mir fehlen jetzt 19,99. Die hätte ich lieber hier investiert. Da gibt so viele Beispiele, in die ich gerne Geld investiert hätte. Aber ich habe mich für Just Survive entschieden. Früher hieß es ja H1Z1. Weil ich einfach dieses Genre an Games mag. Ja? Zombie Survival, Singleplayer, mäßig rumrennen, mit ein bisschen Multiplayer-Aspekten. Das habe ich gehofft, wird dieses Spiel. Und jetzt seid ihr fertig und jetzt schaltet das einfach ab, ohne uns wenigstens eine Möglichkeit zu geben, alleine weiterzuspielen. Das ist einfach untragbar. Und wenn ihr glaubt, dass ihr damit davonkommt, dann wird er euch aber umgucken. Ich weiß nicht, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde euch von Steam runterschmeißen, ja? Eure ganzen 33 Spiele, die ihr in Early Access habt, oder nicht in Early Access, im Store hier. Gehen wir mal zurück. Hier, die würde ich alle eiskalt für einen Monat mal von Steam bannen. Und auch den Zugang zu eure Server. Dann solltet ihr euch mal umgucken, was mit euren Jobs passiert. Weil eure Jobs hängen an uns. Wir bezahlen, dass ihr leben könnt. Genauso wie andere für mich bezahlen, dass ich leben kann. Aber dann lasse ich die nicht im Stich. Das ist einfach, das ist einfach unmöglich. Keine Ahnung, was hier passiert in diesem Spiel jetzt. Aber das stirbt langsam aus, ja. Da ist so viel Potenzial drin, ja. Euer Crafting-System funktioniert. Noch ein bisschen ein Overhaul hier auf die Texturen und vielleicht hier und da ein paar Grafik-Tweaks, dass das ein bisschen modernisiert wird. Das müsst ihr einfach mitfinanzieren. Ihr stößt dann immer das ab, was euch keinen Profit gibt, aber eigentlich auch kein Geld kostet. Was kostet das schon, so ein paar Server laufen zu lassen? Dann bezahlen wir die eben, oder lasst uns die privat hosten. Nehmt einfach die Bürde weg von euch, dass ihr da quasi für bezahlen müsst und die managen müsst, indem ihr erlaubt, private Server zu öffnen. Einen, den ich auf meinen Privatrechner hosten kann und dann mit Kumpels spielen kann. Ich habe ein paar Kumpels, die haben das Spiel auch, die ärgern sich auch die Platze. Konnte mit denen hier noch nicht sprechen darüber. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich ärgern. Aber die sind einfach auch schon zu abgebrüht, vermutlich. Haben das auch schon zu oft miterlebt, wie diese Spiele hier einfach vor die Hunde gehen. Und deshalb, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht stört die manche auch nicht mehr. Ich werde die mal interviewen dazu und mal sehen. Ja. Aber das musste ich mir auch einfach mal von der Seele reden. Das ist der Frust, den man sich anstaut und dann kommt mal so ein Scheiß hier dazu, wo man mal wieder 20 Euro verliert, ja?
Hätte ich mir lieber eine Pizza für kaufen können, hätte ich mehr von. Ja? Schön 2 Tage lang hintereinander vom Lieferdienst Pizza. Mann, da hätte ich was von gehabt. Statt diesen Scheiß hier. Na gut, das war ja 2015, da hätte ich die Pizza aber lange liegen lassen müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach unfassbar, was die alles immer macht. Mann, 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 Mann. Wisst ihr, wieso ich diese schnellen Spiele wie H1Z1, dieses Battle Royale Mode nicht mag? Weil man überhaupt keine Zeit hat in den Spielen, sich ein bisschen umzusehen, mit der Materie sich zu beschäftigen, das Crafting-System auszuprobieren und so. Nee, das ist nur eine schnelle Rennerei, schnelle Action für Leute, die keine Zeit mehr haben. Aber wenn man eben so ein Spiel spielt, dann nimmt man sich die Zeit und versucht, was zu investieren, ja? Aber hier ist ein tolles Spiel. Muss ich euch lassen. Funktioniert. Könnte besser sein. Definitiv verbesserungswürdig. In mancherlei Hinsicht. Aber so die Grundmechaniken funktionieren. Und darauf lässt sich aufbauen. Das habt ihr endlich nach 3 Jahren geschafft. Das Grundgerüst von diesem Spiel hinzubekommen. Dann spielt er das einfach Klo hinunter. Und dann habt ihr so eine kurze Ausrede, so ein Satz, 2 Sätze vielleicht. Ein Satz ist das höchstens. Und schmeißt es weg. Ist einfach zum Kotzen, echt. Tja, jetzt musste der die ganze Zeit natürlich auf diesem Bildschirm starren, weil ich vergessen habe umzuschalten. Das tut mir jetzt leid. Aber so ist das manchmal. Wird einfach vorspulen. Kommt hier so Musik und irgendwas passiert jetzt, aber keine Ahnung. Das sieht so aus wie die Server. Die werden hier, als ob jemand die Häuser abrasiert hat und langsam den Server zum Aussterben bringt. Ich habe immer erwartet, dass das Spiel mal fertig wird. Und um mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren, ich habe ja zwar 40 Stunden schon investiert, aber ist das heute schon im Maßstab? Die akkumuliert man ja ganz schnell. Plated Body Armor. Guck mal, ob jemand noch online ist. Hallo. So, wir sind jetzt hier. Aha. Biegen wir da vorne rechts ab und wir rennen einfach mal die Hauptstraße entlang. Ja, man kann hier nämlich stundenlang dieses Spiel hier schön erkunden. Und Sachen finden. Die Leute haben auch Zeit investiert, ja, um. Ist ja nicht so, dass man so ein Haus da in ein paar Minuten bauen kann. Das dauert ja auch. Die haben hier richtig Zeit investiert, um sich diese Riesenhäuser zu bauen. Leider kommt man da nicht so einfach rein, um die mal ein bisschen zu erkunden, aber so ist das. Code. Damage. Wahrscheinlich wurde mein Haus geraidet. Keine Ahnung, wieso ich nicht in meinem Haus wieder gespawnt bin, als ich hier mich verbunden habe.
Ich muss meinen Charakter mal irgendwie jetzt umbringen, um neu zu spawnen. Nix. Ach. Ging's doch schneller als ich dachte. Malcolm X. Bist jetzt in meinem Video. Ach ja. Gehen wir mal hier hin. Wieder zurück in unser Heim. Gucken wir mal, wo ich bin. Die Sonne ist da, also da lang. Ja, ich wollte ja mal die Ränder der Karte erkunden, ja? Was das da alles so gibt. Aber das passiert eben, wenn man unvorsichtig durch die Häuser da rennt. Und wird man gefunden und gemeuchelt. Wäre sogar cool, wenn man sich Autos craften könnte, ja? So wenigstens so einfache Vehikel, ja? Die man dann erst langsam durch Upgrades verbessern kann. Dass man natürlich auf der Karte ein bisschen schneller rumkommt. Aber wen erzähle ich das? Das ist eh hier. Schon alles vorbei. Ah, das haben wir ja schon mal gesehen. Dann sind wir genau hier am Rand. Da ist unser Haus. Die Richtung. Sehr schön. Bin ja positiv überrascht. Scheint noch intakt zu sein. Jo. Wunderbar. Ach cool. Sieht man mal endlich die Animation. So, als erstes brauchen wir ein bisschen Holz. Und wir nehmen mal so ein einfaches Backpack. Dann brauchen wir Werkzeug. Und zwar eine schöne doppelte Streitaxt. Schaden verursacht. Natürlich nicht so schön. Ja, anscheinend nicht.
Das ist nicht schön, Leute. Was ihr mit uns macht. Tja, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Holz sammeln und dann war's das.
So. Ja, das war's. Werde jetzt noch in die Richtung laufen, mich töten lassen. Mal sehen, was da noch ist. Wenn nicht, locke ich mich doch einfach aus. Könnten sie noch verbessern, ja. Die Nacht, dass die Nacht auch wirklich eine Nacht wird, ja. So macht das ja irgendwie keinen Sinn. Und was soll das da sein? Fällt der Mond gleich auf die Erde oder was? Vielleicht habe ich ja Glück und finde die AK-47, die ich schon mal hier gefunden habe, irgendwo. Anlage. Ach ja, das ist so schade. So schade. Sieht so aus, als ob sie Zombies abgeschaltet haben oder was. Haben wohl jetzt nicht mehr Lust zu maintain und die CPU-Last gering zu halten. Aber wir müssen das Spiel sterben lassen. Keine Ahnung, ob man das überhaupt noch haben will. Nachdem die einen so enttäuscht haben. Da hat man eigentlich überhaupt keine Lust mehr, überhaupt noch Zeit zu investieren. Auch aus rein nostalgischen Gründen rennt man jetzt hier noch rum. Schaut ein bisschen rum, aber im Grunde genommen ist das alles. Flashtrap. Cannot place. Mach mal so. Wenn ich jetzt da reinrenne, was passiert? Ping! Puff. Manchmal ist es schwierig, diese einzelnen Teile zu durchleuchten. Ihm teile ich es doch.
Da ist er. Zwar keine AK-47, aber immerhin brauchen wir dafür Munition. Zwei, zwei, drei. Okay, Spiel, du hast mich überredet. Jetzt habe ich so viel schöne Zeug gesammelt. Jetzt renne ich doch zurück. Verstaudet wenigstens, damit die Zeit nicht ganz verloren ist. Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück. Renne ich ja noch vorbei. Ist nicht so einfach. Ist ein guter Platz. Gut gewählt. So. Ich danke fürs Zuschauen. Bis irgendwann. Kommen wir noch mal zurück. Was ich gerade gesehen habe, ist,
Dieses Spiel. Auch eins meiner Favoriten damals. Aktiv damals in großen Clans mitgespielt. Teilweise monatelang, wochenlang Server übernommen. In Anführungsstrichen übernommen. Wir haben quasi bestimmte Teilbereiche einfach nur geführt, ja. Wir haben die gegnerischen Mannschaften ewig in ihr eigenes Gate eingeschlossen, ja. Das war so eine spaßige Zeit. Und ich habe da auch richtig Geld investiert in das Spiel. Richtig meine ich, ich habe ab und zu auch was in-game gekauft. Das heißt, das ist das einzige Spiel bis jetzt, und das war leider nicht von Daybreak, sondern das kam ja von Sony damals, soweit ich das noch im Kopf habe. Und die haben das übernommen und das generiert richtig, richtig Knete. Das Spiel, ja. Zwölf. Das ist auch noch mal ein Spiel, was wir mal spielen können. Naja. Und natürlich haben wir immer nur für NC gespielt. Die Vanu und die Terraner waren absolute Feinde. NC. Dafür habe ich gelebt. Ach ja. Danke fürs Zuschauen.